Hallo liebe Zuseher, hier spricht Walter vom YouTube-Kanal Das Recht auf Wahrheit und wir haben heute einen ganz besonders interessanten Gast in der Leitung und zwar Alexander Ehrlich von Honk for Hope. Viele werden ihn schon kennen. Er ist sehr aktiv, hat immer wieder Busfahrten zu den Demos organisiert, macht sehr viele Veranstaltungen. Ja, und ich begrüße dich, Alexander. Grüß dich, Walter. Danke, dass ich hier sein kann. Gerne. Eine Frage, du trägst schwarz, hängt das zusammen mit den Zwangsmaßnahmen der Regierung, dass du Trauerkleidung trägst oder hat das andere Gründe, warum du in schwarz gekleidet bist? Naja, das hängt damit zusammen, wir haben ja vor ein paar Tagen, am 17., am Samstag, die Trauerzüge der Demokratie veranstaltet in München, Hamburg und Graz. Ich habe selbst in München daran teilgenommen. Wir haben dort das Grundgesetz symbolisch beerdigt, haben aber gleichzeitig damit eine hoffnungsvolle Botschaft verbunden, indem wir sagen, jedes Ende ist auch ein Anfang und aus einer Krise entsteht immer auch eine Chance. In diesem Fall ist es die Chance, dass wir gemeinsam darüber sprechen, was bedeutet Demokratie, was bedeutet Freiheit, was bedeutet Frieden und was kann jeder Einzelne von uns tun, damit wir unsere Zukunft aktiv in einem Miteinander gestalten. Du hast ja für dein Engagement jetzt vor kurzem eine Auszeichnung bekommen, und zwar den Preis der Republik von der Zeitschrift Demokratischer Widerstand. Wofür diese Auszeichnung, Alexander? Ja, das ist was, was mich sehr freut. Also die Schützenhilfe aus Berlin, dass unsere Freunde vom Demokratischen Widerstand unsere Arbeit anerkennen. Gleichzeitig möchte ich aber sagen, ich bin kein Freund von Personenkult, also das Herausheben Einzelner kann immer nur bedeuten, ja, die Projekte, die derjenige am Laufen hat, die Projekte, die derjenige verwaltet, sind etwas Gutes. Und in meinem Fall möchte ich betonen, dass diese Ehre, diese Auszeichnung allen gilt, die in meinem Busverband Honk for Hope sich engagieren, jedem Mitgliedsbetrieb, jedem Busunternehmer, jedem Busfahrer, der sich teilweise bewusst großen Risiken aussetzt, Anfeindungen aussetzt, um für Recht und Wahrheit einzutreten und gleichzeitig auch natürlich den freiwilligen Helfern in den Organisationsteams der Friedenskette am Bodensee und auch von der Großveranstaltung Halloween, jedem einzelnen Teilnehmer, der kommt, der mitfährt. Jeder von uns leistet seinen wertvollen Beitrag und wir alle wurden mit diesem Preis geehrt. Darüber freue ich mich. Was mich persönlich interessieren würde, Alexander, wie schaut dein Tag aus? Du musst mittlerweile einen 25-Stunden-Tag haben, so wie du unterwegs bist, so untriebig, jetzt positiv gemeint natürlich. Ja, also das ist tatsächlich richtig. Ich brauche zum Glück recht wenig Schlaf. Das ist ein Vorteil, den ich habe von Natur aus und den setze ich ein bis zum äußersten Limit. Ich verschwende keine Sekunde und widme meine gesamte Kraft 100% dem Fortschritt unserer Bewegung für den Frieden. Ihr habt jetzt einige Veranstaltungen geplant, aber bevor ich auf diese Veranstaltungen näher eingehen möchte, möchte ich auf etwas eingehen, was mir als Österreicher natürlich total zusagt und ich total positiv finde. Es gibt jetzt seit kurzem, da bist du auch involviert, Anwälte für Aufklärung in Österreich. Was ist der Hintergedanke? Ich meine, ich kann mir das vorstellen, ich würde es gerne von dir hören. Und also was sind so die Absichten, die Pläne? Was hat es mit diesen Anwälten für Aufklärung auf sich? Wie geht es da weiter? Was sind die Zielsetzungen? Nun ja, es geht ja schon lange nicht mehr um eine Pandemie. Es geht darum, dass die Maßnahmen gegen diese Pandemie heftige Einschränkungen der Grundrechte, der individuellen Freiheit und in vielen Fällen auch der Rechtsstaatlichkeit mit sich gebracht haben, wo einfach Pressekonferenzen abgehalten werden und Dinge verkündet werden, die dann unser Leben total auf den Kopf stellen. Gesetzgebung per Pressekonferenz. Und ich trete dafür ein, dass wir wieder zurückkehren zu einer Rechtsstaatlichkeit, dass jeder von uns seine Rolle in diesem System begreift. Ein Busfahrer ist kein Polizist, ein Busunternehmer ist kein Gesetzgeber und das gilt analog für alle anderen Branchen. Der Bürger wiederum ist auch nicht ein rechtloses Subjekt, das einfach so beschnitten und eingeschränkt werden darf. Es gibt gewisse Grundrechte, die heißen deshalb so, weil sie immer gelten, auch in schwierigen Zeiten, auch in einer Pandemie.
Und die Anwälte für Aufklärung haben sich zum Ziel gesetzt, Menschen darüber aufzuklären, wie ist denn das eigentlich wirklich? Wie ist die Rechtslage? Wer darf was? Wer darf was von mir verlangen? Was muss ich erfüllen? Was muss ich nicht erfüllen? Wo darf ich mich zur Wehr setzen und wie kann ich mich zur Wehr setzen? Und das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Beitrag für unsere Bewegung, denn das betrifft das Alltagsleben von uns allen und vor allem auch das Alltagsleben unserer Kinder, die sich selbst nicht wehren können und für die wir eintreten müssen. Und dafür brauchen wir Wissen, was dürfen wir nicht, was dürfen andere und was dürfen andere nicht. Ihr habt ja zu diesem Zweck ja auch vor, was du mir vorhin schon erzählt hast, in der Vorbesprechung, ihr habt ja auch vor, dass ihr dann auf eurem YouTube-Kanal Home for Hope regelmäßig solche Aufklärungsvideos starten werdet. Ja. Wie soll die aufbereitet sein? Das erste haben wir schon aufgezeichnet. Das ist ein Gespräch zwischen Michael Brunner und mir über das Thema, wie sieht das eigentlich aus, wenn jemand, der maskenbefreit ist, in ein Geschäft kommt und dort ausgeschlossen wird, hinausgeworfen wird, dort aufgefordert wird, sein Attest zu zeigen. Das erleben wir ja alle im Alltag immer wieder. Also diejenigen von uns, die gesundheitliche Einschränkungen haben und denen deswegen gemäß auch der Verordnung das Tragen einer Gesichtsbedeckung nicht zumutbar ist. Das führt in vielen Fällen zu massiver Diskriminierung, zu ganz unguten Szenen, zu Aggression, zu Konflikten. Und da ist es besonders wichtig, dass die Unternehmer verstehen, was ist ihre Rolle in dem Ganzen? Was müssen sie wirklich tun? Wo liegen die Gefahren? Können sie gestraft werden, wenn sie nicht streng sind? Können sie gestraft werden, wenn sie zu streng sind? Dieses Video haben wir schon aufgezeichnet. Und es gibt dann viele weitere. Es gibt andere, ich sage jetzt mal Friedensaktivisten, die ganz andere Positionen haben, denen andere Themen wichtig sind. Und da ist jeder herzlich eingeladen, einmal ein solches Gespräch zu führen mit dem Michael und die eigenen Fragen zu formulieren, stellvertretend für all diejenigen, die das auch interessiert. Das stellen wir dann online. Was diese Serie betrifft, also jetzt für alle Zuseher, diese Serie wird sowohl bei Home for Hope veröffentlicht, als auch auf unserem YouTube-Kanal Das Recht auf Wahrheit, weil wir einfach finden, dass gerade in Zeiten wie diesen diese Rechtshilfe immer wichtiger wird und einfach Leute teilweise wirklich Schikanen ausgesetzt sind, obwohl sie vom Gesetzes wegen her von der Maskenpflicht befreit wären. Was ich aber auch glaube, ist, dass viele Unternehmer dieses Spiel einfach mitspielen, weil sie Angst vor Strafen haben. Und wenn da die Unternehmer aufgeklärt werden, was sind ihre Rechte, aber auch ihre Pflichten, ist das sicherlich nicht nur für den Konsumenten hilfreich, sondern auch für die Unternehmer selbst. Wie siehst du das, Alexander? Ganz genau so. Natürlich fürchtet jeder Unternehmer und gerade in einer Zeit wie jetzt, wo man ohnehin Probleme hat mit dem Umsatz, mit dem Cashflow, wo jeder auf diese Staatshilfen, auf die Kurzarbeit schauen muss, natürlich fürchtet man da eine Strafe. Es könnte jede Strafe der Tropfen sein, der das Fass letztlich zum Überlaufen bringt. Und gerade deshalb ist es wichtig, sich zu informieren. Und da sage ich schon mal als Vorgriff auf diese erste Folge, es ist für uns Unternehmer riskanter und kann wesentlich teurer werden, wenn wir einen Menschen nötigen, sich zu gefährden, indem er sein Gesicht bedeckt, obwohl es ihm gesundheitlich nicht zumutbar ist, dann führt das im schlimmsten Fall zu einem Drei-Instanzen-Verfahren, zu einem Strafverfahren zusätzlich, eventuell zu Schadenersatz, zu Schmerzensgeld. Das ist viel gefährlicher als diese theoretischen und in Wirklichkeit gar nicht rechtssicheren Strafen, vor denen sich viele derzeit fürchten, von wegen, ich werde gestraft, wenn mein Kunde in meinem Geschäft keine Maske trägt und mir sein Attest nicht gezeigt hat. Das ist nicht so. Der Kunde ist für sein Handeln verantwortlich. Er selbst bleibt ein freier Bürger. Wenn gestraft wird, wird er gestraft. Der Unternehmer ist nicht der Babysitter und nicht der Vormund des Kunden im Geschäft. Das Risiko, hier gestraft zu werden, ist zwar vorhanden, aber wenn es passiert, kann man dagegen vorgehen, weil das nicht rechtens ist. Das andere Risiko, wenn wir jemanden nötigen, ist ein reales und auch wirklich fest verankertes. Und wir gefährden uns wesentlich mehr, wenn wir uns zur Miliz aufschwingen und Bürger kontrollieren, terrorisieren, denunzieren, als wenn wir
unserer Informationspflicht nachkommen, und zwar in vollem Umfang. Tragt eure Masken, es sei denn, es ist euch aus gesundheitlichen Gründen nicht zumutbar. Wir haben ja, ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast, wir haben ja vor kurzem auch eine Serie auf unserem YouTube-Kanal gestartet, wo ein Freund von uns ohne Maske aus gesundheitlichen Gründen unterwegs ist und diese Begegnungen mit Geschäftslokalen, auch teilweise mit Polizisten, Busfahrern auch filmt. Wir verpixeln das natürlich dann aus rechtlichen Gründen. Und da gibt es auch unterschiedliche Reaktionen der Geschäftsinhaber, auch unterschiedliche Reaktionen seitens der Polizei. Und das wollen wir jetzt in Zukunft einfach verstärkt veröffentlichen, um den Leuten auch zu zeigen, lasst euch nicht alles gefallen, ihr habt nach wie vor Rechte, auch wenn die immer mehr beschnitten werden, aber es gibt nach wie vor Rechte und steht dazu. Und es ist ja auch wichtig, wie trete ich auf, wenn ich ohne Maske in ein Geschäft gehe. Gehe ich da rein, jetzt hoffentlich passiert mir nichts, oder gehe ich selbstbewusst rein, bestimmt rein, aber nicht aggressiv, weil Aggression ist meiner Meinung nach der falsche Weg und beschwerdeförmlich die Eskalation. Absolut, ja. Geduld und Respekt im Gespräch, auch wenn jemand aggressiv wird. Ich hatte da vor kurzem ein Erlebnis in diese Richtung, wo ich also in einer Tankstelle hineingegangen bin und das Erste, was kam, war Maske. Und ich habe darauf reagiert mit Guten Morgen. Und auf einmal war das Gespräch schon in einem ganz anderen Stil. Wenn man da jetzt anders reagiert und wenn man auf dieses aggressive Maske selbst aggressiv wird, dann eskaliert das. Und das können wir nicht brauchen. Wir müssen geduldig und ruhig auch mit den Menschen sprechen, die in der Angst leben, die Angst vor Strafe haben oder sogar die tatsächlich Angst haben, wer seine Maske nicht trägt, ist in akuter Lebensgefahr. Das wird ja entgegen allen wissenschaftlichen Belegen sehr viel so kommuniziert, von wegen, um Gottes Willen, wenn du deine Maske nicht trägst, bist du in Gefahr. Die Ärzte können wiederholen, unsere in der Friedensbewegung stehenden Ärzte können wiederholen tausendfach, das stimmt nicht, aber es gibt immer noch Menschen, die dieser Fehlinformation anhängen, dass die Maske den Träger vor irgendetwas beschützt, was ja überhaupt nicht der Fall ist. Also wir animieren die Leute einfach, selbstbewusst in Erscheinung zu treten, aber nicht aggressiv. Und im schlimmsten Fall, wenn ein Geschäft mich wirklich nicht als Kunde haben will, dann gehe ich halt. Ich werde da jetzt keinen Krieg anzetteln, aber normalerweise ist mir schon ein paar Mal passiert, dass ich in ein Geschäft reingehe, Tankstelle, der Imbissladen, Maske, und ich sage, ich bin befreit. Ich sage es aber nicht aggressiv, sondern einfach bestimmt. Und dann ändert sich meistens die Reaktion. Also eigentlich stimmt das nicht. Wenn du sagst, ich bin befreit, gehst du schon einen Schritt zu weit, weil damit sagst du ja, jemand muss dich befreien. Das stimmt nicht. Die Verordnung sagt, Menschen, die glaubhaft machen können, dass es ihnen aus gesundheitlichen Gründen nicht zumutbar ist, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, sind ausgenommen. Da ist keine Rede von Befreiung, da ist auch keine Rede von Attest, da ist auch keine Rede von einer ärztlichen Untersuchung. Da steht glaubhaft machen. Glaubhaft machen ist ein Begriff aus der Zivilprozessordnung und da gibt es viele verschiedene Methoden, das glaubhaft zu machen. Ein Attest ist eine sogenannte Befreiung ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist, dass du schlicht und ergreifend sagst, mir ist aus gesundheitlichen Gründen das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung nicht zumutbar. Und das muss normalerweise reichen. Das ist eine Glaubhaftmachung. Wie schon gesagt, ich hab, so wie ich auftrete, bis jetzt positive Erfahrungen gemacht, aber es muss sowieso jeder seinen Weg finden. Wichtig ist halt, dass die Leute wirklich über ihre Rechte informiert werden. Und das ist jetzt die nächste Frage. Anwälte für Aufklärung. Ihr werdet Aufklärungsvideos machen, die wir dankenswerterweise auch auf unserem YouTube-Kanal veröffentlichen werden. Was ist es, wenn Leute Rechtsbeistand benötigen? Ja. Hat sie da auch Rechtsanwälte, die man sich wenden kann? Ja, dieselben. Also es sind ja verschiedene Schienen geplant, nicht nur Videos, sondern auch Anleitungen in Schriftform für die verschiedenen Situationen, in die man kommen könnte. Außerdem auch Anlaufstellen und Kontakte, an wen wende ich mich, wenn es wirklich heiß auf heiß hergeht. Das finde ich ganz wichtig. Da werden wir die Anwälte auch unterstützen. Also
unsere Struktur Honk for Hope wandeln wir jetzt immer mehr um von einem reinen Busverband zu etwas, das wir unter einem neuen Namen führen, und zwar Infrastruktur für den Frieden. Und zu dieser Infrastruktur für den Frieden gehört auch, dass wir in Zeiten, wo der Anwalt jetzt vielleicht nicht erreichbar ist, zumindest eine Anlaufstelle bieten wollen. Wir brauchen dafür auch noch Helfer und Freiwillige. Wir werden eine Anlaufstelle organisieren, wo man sich dann hinwenden kann und im Idealfall, wenn es funktioniert, wenn wir die Helfer finden, rund um die Uhr jemanden erreicht, der zumindest Informationen von den Anwälten vorliegen hat und eine erste Info, eine erste Auskunft darüber geben kann, was haben unsere Anwälte zu deiner Situation bereits gesagt, bereits vorbereitet. Eine Frage hätte ich, das ist vielleicht jetzt nicht populär in Form eines Videos, ich mache es aber dennoch. All diese Aktivitäten kosten ja sehr viel Geld, kann man vorstellen. Du bist dann rund um die Uhr unterwegs, diese ganzen Veranstaltungen. Jetzt ist am 24. Oktober die Menschenkette in Weiden, Oberpfalz geplant. Am 31. Oktober Halloween in Wien. Das muss ja jemand bezahlen. Ja. Wie macht sie das? Ja, also ich habe diese Kampagne zu großen Teilen aus Geldern meiner eigenen Unternehmensgruppe, der City Tours Unternehmensgruppe, angestoßen. Es ist in weiterer Folge dazu gekommen, dass dann unser Busverband Honk for Hope ebenfalls beigesteuert hat. Natürlich, die Fahrten der Demonstranten zu den Demonstrationen mit den Bussen, die finanzieren sich selbst, weil da gibt es ja Tickets, die verkauft werden und damit ist das abgedeckt. Aber alles andere, was wir tun, die Koordination von Veranstaltungen, die Vernetzung international über Grenzen hinweg, der Aufbau von Infrastruktur, von Software, zuletzt zum Beispiel, wir arbeiten gerade an Querschlafen.com, das ist eine App, wo man Schlafen unter Freunden sich gegenseitig beherbergen kann, um Hotelkosten zu sparen bei Demoreisen und. Also alle diese Dinge finanzieren wir aus Eigenmitteln und wir haben erst seit einer Woche überhaupt begonnen, darum zu bitten, uns auch finanziell zu unterstützen. Und ich muss sagen, wenn wir diese Arbeit, die wir tun, weitermachen sollen auf eine längere Sicht, dann sind wir auch darauf angewiesen, dass uns in dieser Hinsicht Menschen helfen, unter die Arme greifen und sich beteiligen. Gut, also vielen Dank. Das war jetzt einmal bewusst ein indirekter Spendenaufruf, weil irgendwie muss das ja finanziert werden. Aber wie wirken sich oder werden sich diese neuen Verordnungen auf die Veranstaltungen auswirken? Jetzt einmal die Veranstaltung am 24. Oktober in Weiden. Kannst du uns da ein wenig erzählen darüber, über diese Menschenkette? Das wird eine ganz tolle Sache, da freue ich mich sehr. Wir haben ja die Friedenskette am Bodensee aufgestellt, die sehr, sehr gut angekommen ist bei den Teilnehmern und auch als Signal nach außen sehr erfolgreich war. Zum ersten Mal wurde eine Aktion der Friedensbewegung nicht in eine falsche politische Ecke gestellt, sondern tatsächlich so wahrgenommen, wie sie gemeint war, nämlich als Zeichen des Zusammenhalts, der Solidarität und des Friedens unter den Menschen. Und aus diesem Konzept heraus möchten wir das Mittel, das Ausdrucksmittel der Menschenkette weiterleben lassen. Wir werden die Friedenskette am Bodensee nächstes Jahr auch wiederholen. Das wird eine dauerhafte Einrichtung, jedes Jahr einmal. Und bis dahin machen wir kleinere Menschenketten an verschiedenen Orten. Einer davon ist jetzt am 24.10. Weiden-Oberpfalz. Das verbindet sich mit einer Demonstration der deutschen Initiative Querdenken. Da wird Michael Ballweg vor Ort sein, da wird Nana Domena vor Ort sein, Stefan Bergmann, viele bekannte Gesichter. Aus unserem Verband Honk for Hope werden 3 von 4 Vorstandsmitgliedern da sein. Es werden auch Mitglieder der Friedensinitiativen aus Österreich und Bayern, die zur Salzburger Gruppe gehören, anwesend sein. Ich freue mich sehr darauf. Das ist ein großes Vernetzungstreffen, ein Treffen unter Aktivisten für dieselbe Sache, für Friede, Freiheit, Wahrheit. Und es wird also dort zuerst die Querdenken-Demo geben, nachher einen Autokorso und anschließend, wenn es schon dunkel ist, eine Menschenkette mit Fackeln rund um die historische Altstadt von Weiden. Das wird mit Sicherheit ein wunderschönes Erlebnis, begleitet auch wieder von unserer Peace-Mantra-Sängerin Vivica.
Ja, dann noch abschließend eine Frage, lieber Alexander, und zwar betreffend jetzt Österreich betreffend, obwohl wir auch sehr viele Abonnenten aus Deutschland haben. Also vielen Dank an die Abonnenten aus Deutschland, aus Österreich an dieser Stelle. 31. Oktober, 1. November, Halloween. Bitte um ein paar Informationen und wie werden sich diese Maßnahmen auswirken, ja oder nein, oder was gedenkt sie da zu tun? Diesbezüglich haben wir natürlich die Lage und die Entwicklungen sehr aufmerksam beobachtet. Wie sieht das aus mit den Einreise- und mit den Rückreisebestimmungen, wenn Menschen aus unseren Nachbarländern zu uns kommen? Geplant war ja, dass wir hier aus ganz Mitteleuropa verschiedene Bühnen aufbauen in verschiedenen Sprachen und unsere Freunde aus anderen Ländern einladen. Jetzt gibt es in vielen Ländern die Situation, dass Wien ein Risikogebiet ist oder als solches bezeichnet wird. Und wenn man aus dem zurückkommt, dann gibt es zwar bestimmte Ausnahmeregelungen, aber die sind verwirrend, schwierig, von Bundesland zu Bundesland anders in Deutschland. Auch jetzt 12 Tage vorher, 11 Tage vorher, nicht wirklich vorhersehbar, weil die sich immer wieder ändern können. Und sie werden nicht besser, sie werden immer noch ein Stück schlimmer. Und auch Aber wie, Österreich ganz hat ja. kurz, Entschuldigung, ganz kurz eine Zwischenfrage. Wird das nicht viele Leute abschrecken, nach Wien zu kommen? Lass mich dazu kommen, wir haben das beobachtet und wir sind gestern bei einem Team-Meeting am Tegernsee zu dem Schluss gekommen, dass wir darauf reagieren müssen. Wir möchten unsere Teilnehmer nicht in Schwierigkeiten bringen. Auch dann nicht, wenn es nicht rechtens ist und wenn man mit Anwälten vorgehen könnte dagegen. Wir wollen jetzt nicht tausenden Menschen zumuten, dass jeder einzeln einen eventuellen Quarantänebescheid anfechten muss. Es wäre nicht verantwortungsvoll und das ist nicht im Interesse unserer Bewegung. Wir sind keine Querulanten und wir wollen nicht Ärger machen, wo Ärger nicht sein muss. Wir möchten etwas erreichen auf friedlichem Weg. Und deshalb haben wir uns entschieden, dass wir die Honk4Hope-Bustransporte ab Deutschland nicht mehr anbieten werden, dass wir auch nicht mehr aufrufen zu einer Großdemo aller Nachbarländer bei uns. Wir werden in Wien unsere Veranstaltung abhalten. Wenn jemand trotz Schwierigkeiten kommen möchte, dann ist er selbstverständlich herzlich gern gesehen und wir unterstützen ihn auch, falls er Schwierigkeiten bekommt. Wir werden tolle Redner da haben, trotzdem aus Deutschland, aus Polen, aus Kroatien. Wir freuen uns über die Gäste, die kommen, aber wir konzentrieren uns vor allem auf eine österreichische Demo, auf unsere Themen Wirtschaft, Recht und auch Medizin. Wir werden den Umfang der Veranstaltung verkleinern und wir rufen stattdessen dazu auf und laden ein, dass unsere deutschen Freunde an diesen Tagen die beiden deutschen Großveranstaltungen besuchen und unterstützen. Und zwar am 31.10. Großdemonstration in Dresden und am 1.11. der zweite Trauerzug der Demokratie in München. Beides Aktionen der Initiative Querdenken, mit der wir ja seit 1. August eine Logistikkooperation haben. Und hier müssen wir aus Verantwortungsbewusstsein gegenüber den Teilnehmern zurücktreten und sagen, Freunde, es macht mehr Sinn, wenn ihr dorthin geht und wir machen hier unsere Veranstaltung zeitgleich. Ja, zu dieser Veranstaltung habe ich noch eine Frage, weil wir diese Veranstaltung jetzt auch entsprechend bewerben wollen. Ändert sich was am Programm? Also ich habe da vor mir Albertinerplatz am 31. Oktober von 10 bis 13 Uhr, Heldenplatz von 12 bis 19 Uhr am 31. Oktober. Das bleibt Bleibt. bestehen. Und am 1. November steht Rathausplatz von 10 bis 18 Uhr und Heldenplatz ebenfalls von 10 bis 18 Uhr. Das bleibt ebenfalls bestehen. Hier sind wir uns nicht ganz sicher im Augenblick. Für den 1. November könnte es sein, dass eine der beiden Bühnen wegfällt, dass wir nur noch eine machen. Das entscheiden wir in einem weiteren Teammeeting voraussichtlich morgen. Aber zumindest eine der beiden Bühnen wird in dem Zeitrahmen am 1. November auch zur Verfügung stehen. Und dort werden die besonders wichtigen Themen behandelt.
wie wirken sich denn die Maßnahmen auf die Wirtschaft aus, auf die Volkswirtschaft und auf die Brieftasche jedes Einzelnen? Und auch die Anwälte für Aufklärung, welche Rechte hat der Einzelne? Das wird eine sehr lehrreiche Veranstaltung, wo jeder Teilnehmer für sich selbst etwas Nützliches, Produktives und Anwendbares nach Hause mitnehmen kann. Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, also diese Anwälte für Aufklärung werden ebenfalls an dieser Veranstaltung teilnehmen und Rede und Antwort stehen. Richtig, genau so ist es, ja. Gut, dann soweit ist aus meiner Sicht, sind sehr viele Fragen beantwortet. Es ist eine spannende Zeit, es ist eine herausfordernde Zeit. Ich wünsche euch aus ganzem Herzen, dir und deinem Team, alles, alles Gute, viel Erfolg, viel Kraft, die werden wir alle benötigen. Und ja, wir bleiben in Kontakt und wir tragen halt unseren kleinen Teil dazu bei, euch zu unterstützen und wünschen uns, dass das unsere Zuseher genauso tun. Und eure Kontonummer geben wir einfach am Ende des Videos an. Vielen Dank, Walter. Danke für deine Arbeit und danke, dass ich hier sein durfte. Danke, Alexander.